Gut, probiere es nochmals. Ich hoffe, ihr seid alle gut ernährt aus der Mittagspause zurückgekommen. Und es freut mich natürlich, dass die Lightning Talk so viel ja, Besucher anzieht, auch wenn ihr gar nicht wisst, was jetzt überhaupt präsentiert wird. Ich weiß auch nicht, ich kenne nur die drei Talks, die jetzt nacheinander vorgestellt werden. Die Spielregeln sind so, alle bekommen einen 10-Minuten-Slot, wenn mein Super-Timer auf Null steht. Dann wird abgebrochen und der nächste Speaker kommt dran. Und als erstes Thema ist mehr Zeit für digitalpolitische Inhalte, Tools für die Schweizer Zivilgesellschaft. Gut. Ja, das passt schon. Gut, herzlichen Dank. Das sind die 10 Minuten schon los. Wir haben heute viele Gründe gehört für digitale Regulierung. Es gibt entsprechend auch global sehr viele digitale Regulierungen. Meine Aufgabe ist es, diese zugänglich zu machen. Ich zeige euch zwei Tools heute, die euch helfen, den globalen Überblick über digitalpolitische Entwicklungen zu halten und diese dann einzeln tief zu erforschen. Wir sind eine Stiftung, wir kommen aus einem Forschungsprojekt. Was wir machen, ist, wir tracken jeden Tag auf der Welt, was gibt es für neue Entwicklungen. Digitalpolitik ist sehr breit gefasst, das heißt, hier hat es Datenschutz, Inhaltsmoderation, Wettbewerb, Steuern, die ganze Bandbreite. Wir schauen alle Staatsgewalten an, also nicht nur Gesetze, sondern auch Executive Regulation, auch einzelne Enforcement Cases. Und wir machen das für die G20-Länder, für Europa und nun auch für Südostasien. Das gibt dann eine solche Übersicht. Hier ein Snapshot der neuesten Sachen, die passiert sind. Man hat zum Beispiel in Japan eine Konsumentenschutzgesetzänderung für Digitales. Man hat in der EU einen Digital Services Act Case gegen Meta. Es ist sehr divers und was eigentlich für euch den Unterschied macht, ist, dass ihr das filtern und exportieren könnt. Also wir haben über 10.000 Datenbankeinträge. Niemand interessiert 10.000 Sachen außer mich. Das heißt, ihr könnt das filtern, sagen wir, ihr seid interessiert an der chinesischen Digitalpolitik, könnt ihr zuerst mal filtern nach China, dann sagen wir, ihr seid interessiert an Datenschutz und schon schneidet sich dieser Datenschutz live zusammen. Ihr habt für jede Entry die offizielle Quelle, einen kurzen Überblick und die zusammenhängenden anderen Entwicklungen. Und was ihr hier auch bekommen könnt, sind Notifications. Also wir tracken das jeden Tag. Es sind jeden Tag etwa 20 neue Entwicklungen oben. Und das heißt, ihr könnt hier auch wieder wählen, welche Bereiche interessieren euch, welche Länder, welche Technologien. Und damit könnt ihr dann einen Newsletter bekommen, der dann einfach jeden Tag euch zeigt, was gibt es für neue Entries. Das ist alles gratis verfügbar. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Grundsätzlich alles, was wir machen, ist Open Access. Ich muss da schnell Vollbildschirm suchen. Ich komme jetzt im Vollbildschirm suchen. F11. Ihr seht, ich bin kein Informatiker. Wir haben vor kurzem nun, was diese Interface macht, ist eigentlich die Aktivität monitorieren. Wir haben vor kurzem ein neues Tool gelauncht. Das zeigt euch den Regulierungstext selber. Es ist stand jetzt ein Beta. Wir konzentrieren uns auf AI-Policy, also den EU-AI-Act, die drei chinesischen AI-Regulierungen und der US-Executive Order. Ihr könnt die in erster Linie mal lesen. Ich weiß nicht, wer von euch sich durch das EU-AI-Act PDF durchschlagen musste. Ich musste. Hier habt ihr es schon einmal schön strukturiert als Dokument. Es ist gefiltert, das heißt, ihr könnt schauen, gut, was gibt es für Regeln für General Purpose AI zum Beispiel, was für Policy Instruments werden hier gebraucht, also sagen wir Datenschutz zum Beispiel. Und dann könnt ihr so diesen Text navigieren oder hier seht ihr die Datenschutz-Provisions für General Purpose AI Models zum Beispiel. Wir laden hier konstant neuen Text hoch. Also wir können eigentlich in jede Richtung gehen. Sobald wir die Schweizer KI-Panorama des UVEC oder die Plattformregulierungsvorschläge, die werden wir alle hochladen, damit ihr dort verfolgen könnt, wie die Schweizer Digitalpolitik auch konkret aussieht. Ihr könnt Versionen vergleichen.
Das haben wir beim EU-AI-Act auch schon gemacht. Da könnt ihr sehen, wie haben sich Regeln zu Biometric Surveillance zum Beispiel geändert zwischen den Versionen. Und das Letzte, was ich euch zeigen will, ist unser Chat. Wir sind alle skeptisch, was Chatbots angeht. Also ich verstehe das. Das ist ein RAG-Chat. Das heißt, er ist nur trainiert auf den offiziellen Texten und unseren Taggings. Der halluziniert nicht mit irgendwelchen Informationen aus dem Internet. Und insbesondere gibt er für jede Antwort Quellen an. Das heißt, es braucht jetzt eine Sekunde, um hier zu schauen. Man kann wählen, welche Regulierung will man genau analysieren. Und die Idee dieses Chats ist, es soll ein Einblicksfenster geben. Oder also ihr könnt jetzt da fragen, was gibt es für Regeln zu Deepfakes, was gibt es für Regeln zum Datenschutz etc. Und ich habe jetzt hier einfach mal eine sehr generische Frage gestellt, darum eskaliert er jetzt auch ein bisschen. Und was ihr dann hier seht, ist die Antwort in erster Linie. Und für jedes relevante Stück Information kriegt ihr auch die relevante Textstelle und die könnt ihr dann aufmachen innerhalb des anderen Fensters, das ich vorhin gezeigt habe, könnt ihr sehen, wo es ähnliche oder andere Entwicklungen hat. Ich bin hier absichtlich schnell durch. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Die Idee ist, falls ihr Fragen habt zu den Tools selber oder falls ihr spezifische Anwendungsfälle habt, die ihr denkt, interessieren alle, dann könnt ihr sie jetzt schnell stellen. Falls ihr denkt, das ist etwas Spezifisches, kommt einfach auf mich zu. Ansonsten sage ich euch noch ein paar andere Features. Will gerade jemand? Okay, dann mache ich gleich weiter. Ein Beispiel, was ich euch hier zeigen möchte, das ist nun die Vergleichsfunktion. Ihr könnt hier mehrere Versionen wählen. Am interessantesten könnt ihr selber schauen, was euch interessiert. Ich finde nur schon die Definition zum Beispiel, wie hat sich eine Definition von AI etc. erwähnt. Die Idee dieses Farbcodes ist, dass es die entsprechende Stelle in den beiden Texten anzeigt. Ich habe hier ein schlechtes Beispiel gewählt, weil es so ein langes Artikel ist. Aber ihr seht hier jeweils, was ist die Textstelle in der alten Version, in der neuen Version. Und ihr seht in fett gedruckt, was hat sich geändert. Das heißt, falls ihr Lobbyisten seid, könnt ihr das brauchen, um zu schauen, wie eine spezifische Regulierung sich ändert. Ganz allgemein, in welche Richtung gehen wir mit diesen Tools? Die Idee ist, Zivilgesellschaft, Firmen, Regierungen, wirklich alle, die von der Digitalpolitik beeinflusst oder damit interessiert sind, einen Zugang zu erschaffen. Das große Problem, was wir adressieren möchten, ist, dass die verschiedenen Länder das Gleiche anders regulieren, im Sinne von die Probleme, die wir hier besprechen, die werden überall auf der Welt kommen sie auf, zwar in ihren spezifischen Systemen, aber es gibt keine einheitliche Sprache, es gibt keine einheitliche Informationsbasis für Länder zu regulieren oder eben für die Zivilgesellschaft da teilzunehmen. Und entsprechend kommt auf mich zu, sagt mir, welche Teile davon können wir verbessern für euch spezifisch. Braucht ihr so etwas überhaupt? Interessiert euch chinesische AI-Politik überhaupt oder wollt ihr eigentlich nur die Schweizer Gesetze schön aufbereitet? Die ganze Technologie machen wir in-house. Das heißt, wir sind sehr flexibel, uns an verschiedene Use Cases anzuwenden. Und allgemein, das ist alles frei verfügbar. Das heißt, ihr seid herzlich willkommen, das weiterzusenden. Das heißt, Digital Policy Alert kommt ungeniert auf mich zu. Ich gebe jemand anderem die letzten 2 Minuten. Das war ein schneller Lightning-Talk. Außer jemand hat gerade eine Frage. Bitte. Dankeschön. Die Quelle von euren Informationen, scannt ihr einfach das Internet einfach oder benutzt ihr sogar auch AI-Tools, um AI-Tools zu finden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir kombinieren immer Technologie und Menschen. Das heißt, wir haben Web-Scraping auf allen möglichen Government-Websites überall auf der Welt. Aber trotzdem gehen jeden Morgen Menschen auf die verschiedenen Zeitungen und schauen, was gibt's für Sachen, die eventuell irgendwie von der Maschine nicht erfasst wurden. Wir haben AI im Sortieren
all dieser Informationen, die reinkommen. Also ihr könnt euch das vorstellen, es gibt einfach ein Dashboard, wo am Morgen mal 300 neue Meldungen kommen von überall auf der Welt. Und denen muss man dann Prioritäten geben, was ist wirklich relevant heute. Dieses Sortieren, das haben wir mittlerweile auch schon mit AI weiterentwickelt. Die Informationen selbst, also die ganze Zusammenfassung, das geht alles durch zwei Menschen, also durch zwei menschliche Reviews. Und es hat immer eine offizielle Quelle auf allen Informationen, die hier sind. Sonstige Fragen? Gut, dann herzlichen Dank an Patrick und das Team. Herzlich. So. Dann stellst du dich am besten gleich selbst vor und danke. Besten Dank. Mein Name ist Damian Vuimo. Ich arbeite in einem kleinen Unternehmen in Zürich, das auf Software und Security spezialisiert ist. Wir sind ein kleines Team von jungen und aufstrebenden Security- und Privacy-Liebhabern. Wie viele von euch haben wir uns immer wieder gefragt, wie können wir Daten, auch von größeren Datenmengen, sicher und geschützt übers Internet schicken. Vor allem in unserem Metier als Security Engineers wird das immer wieder notwendig. Vor allem, wenn wir Pentest-Reports schicken, können diese nicht irgendwo liegen. Und wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass wir nicht die Einzigen sind mit diesem Bedürfnis. Ich sehe dem Saal an, es sind auch viele von Ihnen da, die sich diese Frage regelmäßig stellen. Wir sind dann durchs Internet gegangen und haben Tools gesucht, die das erfüllen. Wir haben sie aus der Security-Perspektive angeschaut und mussten lediglich feststellen, wenn man das Kleingedruckte liest, ja, wir haben allzu oft, man spricht immer von der verschlüsselten Übertragung. Wenn man technisch korrekt ist, überträgt man verschlüsselt unverschlüsselte Daten. Und diese unverschlüsselten Daten, die liegen dann irgendwo. Auf ihrem Mail-Server, auf einem Share, wo auch immer. Und wir können leider, vor allem Richtung Datenschutz, nicht immer garantieren, wie lange dass sie dort bleiben, vor allem wenn es dann Gratisanbieter sind und wer genau Zugriff hat. Und auch werden die verändert, werden die gelesen. Sehr oft ist es auch ziemlich umständlich oder man braucht einen Account oder man muss viel Geld zahlen dafür. Und das motiviert einem immer wieder, zähneknirschend auf einschlägige File-Sharing-Dienste zurückzugreifen, bei denen man lieber nicht das Kleingedruckte liest. Wir haben das dann angeschaut und gesagt, das müssen wir besser machen. Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie wir das, den Faktor Vertrauen eliminieren können. Und haben dann nach sehr, sehr vielen Stunden harte Diskussionen aus ethischer, datenschutzgründerischen, aber auch aus sicherheitstechnischen Aspekten diskutiert. Es ist eine sehr, sehr vereinfachte Grafik. Es ist ein bisschen beschämend, dass es so einfach ist, aber es bringt es auf den Punkt. Wir haben links einen Sender, rechts einen Empfänger und die müssen große Daten austauschen. Daten, die sie nicht per Mail schicken können, Daten, die sie nicht irgendwo hinschicken wollen. Und aus diesem Grund haben wir hier einen Transferdienst erstellt. Dieser erlaubt Ihnen Daten im Browser bei Ihnen lokal mit einem eigen generierten Key zu verschlüsseln. Diese verschlüsselte Daten, natürlich gesichert über TLS 1.3, bei uns abzulegen. Wir selber können diese Daten nicht mehr anschauen, weil wir haben diesen Key nicht. Diesen Key schicken Sie dann über eine URL. Sie sehen da, mit dieser ID, das identifiziert Ihre Daten und der Key ist eigentlich der Schlüssel, um das Ganze zu entschlüsseln. Die, die etwas technisch versiert sind, die wissen, was das URI-Fragment macht. Das ist eigentlich alles, was nach diesem Hashtag kommt, verlässt Ihren Browser nie. Und somit kann das Gegenstück diesen Link anklicken, die Applikation, also die im Browser läuft, die holt dann mit dem blauen Teil die verschlüsselten Daten und entschlüsselt sie dann im Browser bei Ihnen wieder. Wenn Sie den Key verlieren, dann war es das. Das heißt, wir haben hier jegliche
Problematiken, die wir erkannt haben, vielleicht haben wir reiche übersehen, wären froh um Feedbacks, haben wir wie das Element Vertrauen, das die Benutzerin uns setzen müssten für ihre wertvollen Daten, konnten wir eliminieren. Wir haben auch an den Datenschutz gedacht. Wir löschen die Daten, weil wir können theoretisch mit denen gar nichts anfangen. Unabhängig davon, dass wir eigentlich absolut kein Interesse an diesen Daten haben. Wir haben viel daran gesetzt, dass das ein Proof ist, dass wir diese nicht manipulieren können, weil wir haben den Schlüssel nicht. Wenn wir etwas verändern, können die Daten nicht mehr entschlüsselt werden. Und was uns sehr wichtig war in diesen Diskussionen, war auch ein bisschen den ethischen Ansatz. Wir wollen es möglichst allen zugänglich machen. Es muss einfach sein. Man muss nicht Software herunterladen oder so. Es muss für jeden eigentlich mit zwei Klicks möglich sein. Wir haben bereits im Browser eine gute Usability. Sie wird besser Ende Monat bei unserem nächsten Release. Wir planen zum Teil auch OS-Integrationen, wo Sie dann mit Rechtsklick senden und dann haben Sie den Link. Wir haben natürlich ein bisschen rumgespielt, auch wir sind verspielt und haben da überlegt, was sind dann die Use Cases. Grundsätzlich will man Daten versenden. Das ist eigentlich den Case, den wir vorher kurz besprochen haben. Aber sehr oft schreibt man jemandem ein E-Mail und sagt, hey, kannst du mir bitte die Daten senden? Was wird dann passieren? Man überträgt die Verantwortung dem Sender, wie er es senden sollte. Darum haben wir auch sind wir weitergegangen, gesagt, okay, der Empfänger kann bei Transferly ein sogenanntes Transfer erstellen, bei sich lokal den Schlüssel, schickt ihn an den Empfänger und der Empfänger kann einfach seine Daten reinladen. Wir haben da einen Mitarbeiter, der ist grafisch etwas begabt und hatten das so designt. Sie sehen hier, Sie können einen Request erstellen, Sie können den sogar benennen. Wir haben Möglichkeiten zur Passwortsicherheit etc. Und der Empfänger sieht dann dieses File, man sieht hier, Request from, und er kann die Daten reinladen, natürlich mit dem Schlüssel, die werden verschlüsselt bei uns abgelegt und gehen dann per Notifications zu uns zurück. Wir haben auch wirklich auf wichtige Elemente gesetzt, die anderen nicht machen. Also wir haben wirklich geschaut, was machen die anderen nicht. Zero Trust Prinzip ist uns wichtig. Wir wollen nicht, dass sie uns vertrauen müssen. Das machen sie schon mit den Zertifikaten und mit dem TLS 1.3. Das passiert rein auf Vertrauen. Wir wollen den Zugriffsschutz noch mittels Passwort, E-Mail oder SMS-Code verstärken. Wir haben zeitlich begrenzte Speicherung. Das heißt, dass nach einem Download eine gewisse Zeit gelöscht wird. Wir wollten, dass es zugänglich ist, sehr einfaches Design. Und natürlich wollten wir alles Mögliche daran setzen, dass es Swiss-Made Software, Hosting, all das Ganze, das wir eigentlich gegen außen tragen wollen, auch unsere Partner sind. Wir sind natürlich noch etwas weitergegangen und haben dann gesagt, okay, bleiben wir auf der Schweizer Seite. Selbst die kleinen Spielereien wie Aeropages oder Too Many Requests oder Service Unavailable wollten wir noch etwas mit etwas Humor reinbringen. Hoffentlich seht ihr nie ein 503. Das wäre dann für uns blöd, weil da müssen wir noch rasch dahinter. Gut, wir sind bei 8 Minuten, das ist super, weil ich wünschte mir noch ein paar Fragen, am besten kritischer Natur, weil die liebe ich am meisten. Das wäre auch gleich eine kritische, ich habe das kurz auf dem Handy die Webseite aufgemacht. Da kommt dann gleich der Cookie-Terror-Banner mit dem üblichen Dark-Pattern, dass Accept ganz groß ist und um sie abzulehnen, muss man dann erst sich zweimal durchklicken. Wäre, glaube ich, der Glaubwürdigkeit sehr zuträglich, wenn ihr da das Ablehnen ganz groß macht und das Accept ganz klein und nicht dem Dark Pattern folgt. Ja, also wir haben diesbezüglich hatten wir auch schon Kontakt mit den Kollegen der DENIP, kennt ihr sicher. Wir wurden auch schon darauf hingewiesen, das ist im nächsten Release drin. Also uns ist das einfach. Wir haben uns konzentriert, dass zum Beispiel das Analytics-Tool bei uns gehostet ist, dass man wählen kann. Und das ist ja der Standard gewesen. Aber es kommt weg, garantiert.
Vielen Dank fürs Vorstellen dieses Tools. Ich finde es super interessant. Ich würde dann noch auf dich zukommen wegen den Slides. Meine Frage ist, habt ihr darüber nachgedacht, das Open Source zu machen? Gibt es, wenn ich jetzt das benutze, als Außenstehende für mich Garantien, dass es tatsächlich das hält, was es verspricht? Erste Frage. Zweite, wenn ich es auch benutze, im Browser nehme ich an, ich muss JavaScript von eurer Webseite laden. Da muss ich eurem JavaScript vertrauen, dass es den Schlüssel nicht nach Hause schickt, zum Beispiel. Habt ihr auch über das nachgedacht und Lösungen dafür? 20 Sekunden, okay. Erste Frage war mit den, Entschuldigung? Open Source, genau. Open Source Thema haben wir lang diskutiert. Wir haben auch die Gegenseite Scrambling diskutiert. Wir haben entschieden, es soll öffentlich sein. Momentan sagen wir, es läuft im Browser. Man kann dem Debugger alles anschauen. Und die ganze Logik der Verschlüsselung passiert im Browser. Mit Browser API kann man nachschauen. Zweite Frage war? Kannst du über den, wenn du die Developer Console aufmachst, siehst du das. Also technisch versierte Leute können das validieren. Wir wollen dann irgendwann mal auch ein Validierungssiegel haben und alles dafür machen, damit man uns glaubt, dass man uns nicht glauben muss. Merci. Dankeschön. Als nächstes ist Tag the Promise dran, ein Festival in Basel. Gut, ihr habt 10 Minuten. Ja, also das Hack the Promise Festival, das hat letztes Jahr im September in Basel stattgefunden an 2 Tagen und ist ein Festival für Kunst, Gesellschaft und Digitalität. Und mitarbeiten tun mittlerweile 18 Personen aus unterschiedlichen Disziplinen, sowohl Künstlerinnen, Informatikerinnen, Architektinnen, Wirtschaftsjournalisten oder einer. Einer mit dabei, genau. Also es ist auf jeden Fall eine sehr interdisziplinäre Gruppe, die hier zusammenarbeitet. Kannst du was? Genau, und die Ausgangslage des Festivals war eben eine große Enttäuschung, die viele Gruppen und Szenen aus den verschiedenen Disziplinen betroffen hat. Und zwar eben, dass die Daten und Algorithmen eben sowohl Chancen, aber eben auch große Risiken mit sich tragen, gerade wenn eben die Daten und die Algorithmen an Großkonzerne geraten. Und das hat großen Unmut gebracht in den verschiedenen Szenen, aber auch eben dieses Verlangen, wirklich mal die Köpfe zusammenzustecken und miteinander zu reden und nicht nur in den vereinzelten Gruppen festzustecken. Und aus diesem Wunsch heraus ist eben das Hack the Promise Festival entstanden. genau, ich gebe, also wir vertreten ja hier schon unterschiedliche Perspektiven, deswegen müssen wir uns kurz absprechen, wer über was spricht. Genau, weil wir haben hier am Ende 27 Workshops gehabt, Vorträge, Filme, Performances und auch 2 Podien, Ausstellungen und Vernetzungsveranstaltungen. Und David wird jetzt aus seiner Perspektive einfach ein paar Programmpunkte vorstellen und dann werde ich aus meiner künstlerischen Sicht nochmal einige Projekte vorstellen. Ja, danke Jana. Wie schon gesagt, das Hack the Promise Festival, wir wollen verschiedene Communities zusammenbringen. Hier am Winterkongress haben wir eine Community, die wir erreichen wollen. Es gibt noch weitere. Die Kunst-Community, die zum Beispiel Jana vertritt, dass sich mit denselben Problemen auch beschäftigt, aber anders. Und wir haben auch viele Lehrer mit dabei, die sich die Frage stellen, ja, wie bringe ich diese ganzen Digitalisierungsproblematiken eigentlich den Kindern bei?
und sie fühlen sich selbst im Stich gelassen, vom Staat, von den anderen Schulen. Und wir wollen diese Communities zusammenbringen und dafür sind wir auch heute hier, um in dieser Community hier Werbung zu machen, mit dem Ziel, auch euch natürlich an dieses Festival zu kriegen. Das ist mittlerweile schon, gibt es ein Datum? Hast du das Datum auf den Slides? Gut, also das Datum kommt noch. Und ich vertrete jetzt eher den hacktivistischen Ecken und ich würde jetzt Roland noch ganz kurz das Mikrofon geben, dass er seine Sicht zum Festival auch noch erläutert. Welche Disziplin? Ich bin vielleicht die Synthese von vielen Zugängen. Ich bin selber auch Kurator. Ich glaube extrem stark an das Potenzial künstlerischer Zugänge zu Digitalthemen. Und zwar einerseits, weil es einen sehr beeindruckenden investigativen Record gibt. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt über digitale Themen von Künstlerinnen und Künstlern und nicht in erster Linie von Akademikern. Es gibt aber auch natürlich Zugänge künstlerischer Art, die einfach mehr Spaß machen und leichter funktionieren als Event, als einfach so eine Konferenz, wo man einen Talk nach dem anderen hört. Und ich glaube, das ist mein großes Anliegen im Zusammenhang mit dem Hack the Promise. Es ist ein Festival und wir nehmen das sehr ernst. Oder ich jedenfalls nehme das sehr ernst. Ein Festival meint ein Fest. Es soll etwas sein, wo Leute zusammenkommen und in erster Linie mal eine gute Zeit haben und dabei auch einiges lernen können, hoffentlich. Ab diesem Jahr übrigens auch mit einem Schwerpunktthema. Noch nicht verraten, okay. Aber es soll darum gehen, dass man eintauchen kann in eine Thematik eben mit ganz verschiedenen Zugängen. Ich finde es auch möglich, wir sehen mal, was dann kuratorisch noch passiert. Ich finde es durchaus auch denkbar, dass einfach ein Konzert ein Hauptakt ist und man dann nicht rumbraint irgendwie am Samstagabend, sondern einfach das Ganze mit einem Konzert ausklingen lässt. Aber ich glaube, es ist ein Festival, das aus verschiedenen Perspektiven, also basisdemokratisch, sich dann auch formiert. Ich bin dieses Jahr das erste Mal dabei. Ich will jetzt nicht zu genau erklären, was es wird, sondern es wird das, was das OK draus macht. Konzert war das Stichwort. Michael Winterberg hat nämlich hier eine super Performance letztes Jahr gemacht, die heißt Symbiotic Dissertation. Und er experimentiert mit Live-Klangquellen aus eben elektromagnetischen Feldern von Alltagsgegenständen und Computern. Und das war so eine Arbeit. Hier zu sehen sind, ist links die Arbeit Uncertain Landscapes, The Satellite von Sonja Isopova. Und sie ist aus der Ukraine und hat eine Maschine entwickelt, die Satellitendaten umsetzt in eben eine Zeichnung, um auf die Übertragung oder den Transfer und die Unsicherheiten von Territorien aufmerksam zu machen. Und hier rechts ist die Arbeit zu sehen, Data Horse von der Medienkünstlerin Katrin Hunze aus Berlin. Und Data Horse ist eine Arbeit, die sich auch mit der Verbindung von Natur, Mensch und Maschine in einer sehr narrativen, experimentellen Weise beschäftigt. Okay, hier kommt das Datum. Könnt ihr gerade mal abfotografieren, 20. bis 22.09. in Basel. Findet das nächste Hack the Promise Festival statt. Wir sind eben mitten in der Arbeit, deswegen verraten wir tatsächlich heute nicht, worum es ganz genau geht, aber es wird nicht weit davon entfernt sein von den Inhalten, die wir auch letztes Jahr behandelt haben. Und auch
Das nächste Festival geht darum, die interdisziplinär zusammenzuarbeiten, die unterschiedlichen Communities zusammenzubringen. Also ihr seid wirklich herzlich eingeladen zu kommen, aber eben auch selber Vorträge, Inhalte mit einzureichen und mitzumachen. Wir wollen voneinander lernen, aber was wir auch wollen, ist eben auch einem breiten Publikum auch das Wissen zu vermitteln. Und wir haben natürlich genug zu tun, uns in den Communities zu verstehen, und das lernen wir auch in diesem ganzen Prozess immer wieder und auch während dem Festival, dass wir uns erstmal verstehen, und das jetzt noch einer breiten Öffentlichkeit auch vermittelbar zu machen, ist natürlich auch nochmal die nächste Herausforderung, der wir uns mit der wir uns beschäftigen möchten. Und aber auch wirklich Kooperation noch stärker verankern. Und genau hier bestehen eben so erste Gespräche auch mit dem Datenschutzfestival. Wir sind hier in der Paddelhalle. Hier könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und wie gesagt, merkt euch den 20. bis 22. September, und Ende März kommt unser Call raus. Wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann wisst ihr sofort alles am schnellsten. Danke. Nein. Sind jetzt rum. Aber ich habe den Timer gestoppt. Ihr hättet noch 20 Sekunden gehabt. Also, kann nicht klaren. Ja, das war's von den Lightning Talks. Wir hatten leider nicht mehr Einreichungen. Wenn ihr euch selbst auf dieser Bühne sehen wollt, nächstes Jahr bitte reicht Lightning Talks ein und schickt dann auch die Slides bitte.